Jo, hallo Leute. So, heute geht es wieder eine Runde mit dem Bike. Diesmal aber nicht mit meinem Fulli, sondern weil ich eine Stadtrunde mache, werde ich eine Runde mit meinem Hardtail machen. Mit meinem Highbike. Und das Ganze wird einfach nur mal Richtung Kürbel gehen, hinter zum Wehr. Wahrscheinlich übers Bodenplatz hängt mal oben drüber. Und tja, das ist die Waffe der Wahl für heute. Morgen werden wir wahrscheinlich wieder zusammen unterwegs sein, Lars, Bennett, aber das Wetter soll nicht so schön werden. Und gut, man sieht, ich habe es gestern mal richtig schön gepflegt. Ja, und Zeit es wieder dreckig zu machen. Ich hoffe, es wird nicht zu dreckig, weil eigentlich ist es ganz gutes Wetter heute. Gut, also, genau. So, Bike ist dreckig, jetzt bin ich oben, geht es erstmal wieder runter. Schöne Abfahrt, zum ersten Mal wieder 29er rollen lassen. Ist meine Reifen auch wieder sauber. Ja, das rollt wie eine. Ist komplett was anderes für das 650B. Das ist jetzt ganz gut für die Bildstabilisierung. Hier rüttelt es einen richtig gut durch. Man vielleicht an dem Handy sehen kann im Vordergrund. Das ist echt keine schöne Wasserstraße hier. So, und ab hier geht's wieder. Ein bisschen langschneiden. Schön hier runterplatzen. Reifen wieder sauber, fahre dreckig. Jetzt geht's hinter zum Wehr, Richtung Hörsel. Und da melde ich mich dann wieder. Jo, jetzt sind wir am Wehr. Schön viel Wasser drinne. Letzten Tage.
hat es gut geregnet, natürlich auch getaut, der Schnee. Und deswegen die Wasserhörsel. So Leute, erstmal Fisherman's Friend. Wie vielleicht sieht, was er jetzt sieht, aber das Bike, 300 Meter Schlamm, alles Putzen von gestern wie weggeblasen. Also super, so muss es bewegt werden. Ja, jetzt machen wir uns weiter Richtung Guter Pfannroda, Kreisel hoch Richtung Hoffewertaue. So. Gut. So, jetzt sind wir oben, Oberhalb Hoffebergaue, die wäre dann da. Ja, da oben lang läuft hier die Autobahn lang, die alte zumindest, das ist jetzt Umgehung von Eisenach. Wir machen uns jetzt da runter, am Tierheim vorbei und zu dem zweiten Wehr. Und da ist die alte, ja, Eisenacher Hörselmühle, die aber leider nicht mehr ist, aber der Abzweig ist noch da. Und da teilt sich der Fluss. Ja, ist ein schönes Wehr. Und da fahren wir jetzt mal hin. Ja, die Abfahrt können wir ja mal aufnehmen. Müssen wir gucken, dass meine Brille wieder hochkriegt. Jo. Und los geht's. So, hier Hoffewertaue. Das ist alles ein bisschen abgelegen. Die Leute hier, sagt man ihnen nach, sind etwas speziell, weil die halt hinter einem Berg leben. Und zwar hinter dem da. Dahinter ist Eisenach, also die Hauptstadt. Und ja. Also wer hier wohnt, schon was Besonderes. Also definitiv was anderes mit dem 29er hier, gell? Das rollt wie Sau. Es geht wie Hanne. Die Reifen sind natürlich auch eine andere Sache. Ich habe hier die Schwalbe Nobby Dick drauf. Nobby Nick, nicht Nobby Dick. Und ja, im Vergleich zu den Butchers DHL oder DHF ist das was anderes. Naja, dafür sind wir natürlich im Gelände nicht so gut hier. Aber dafür
ist das Bike ja auch nur bedingt gemacht. So, hier haben wir Pferde. Das sind sogenannte Seepferde, weil die leben immer in oder an Seen, wie man hier sieht. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Und hier ist das erwähnte Wehr. Ich sag mal eine Runde machen. Hochfahren. Und dann können wir uns das mal angucken. Sehr schön hier. Kann man im Sommer auch mal schön Fischi sehen. Aber zurzeit ist das Wasser auch zu dreckig. Ja, hier geht der Hauptarm weiter und hier hinter, da geht's zu der ehemaligen Mühle. So, ich mache mir jetzt weiter in Richtung Stadt, an meinem alten Gymnasium vorbei. Lars war da auch. Leider gibt's das nicht mehr, es ist weggerissen. Und ja, dann ein bisschen durch die Stadt, vielleicht nehme ich jetzt Zeit ab. Sehr schön, hier kann man eine Hirsche lang fahren, die im Moment angenehm viel Wasser hat. Wie gesagt, vorhin schon hat viel geregnet, geschneit, dann getaut. Ja, Mannschaftspfleger waren auch schon wieder da. Und ja, jetzt geht es an bei ein paar alten Industrieruinen vorbei. Und dann irgendwie durch die Innenstadt zurück. Man sieht, sind auch gut viele Leute unterwegs heute. Ja, ist Sonnabend. Lockdown, die Leute wollen mal raus. Ja, kann man ja verstehen. Bin ja auch draußen. Und fahre eine kleine Runde. Wenn sich vielleicht einige fragen, soll ich das mal irgendwann hochladen? Hier ist die alte Industrieruine. Vom alten Wartburgwerk, Automobilwelt Eisenach. Es gibt hier noch ein Museum. Da kann man sich die ganzen geschichtlichen Sachen angucken. Danke sehr. Zum Thema Wartburg. Aber produzieren tut jetzt in Eisenach nur noch Opel und BMW. Hier. Er dämpft ein bisschen ab. Alles gut. Die werden ja nicht die Brücke sanieren, oder machen die nur das Ufer. Das gucken wir uns jetzt mal an. Hab gar nicht mitbekommen. Oh, da kannst du schön Dirtberg hier, da kannst du schöne Leinen draus bauen eigentlich. Ah ja, hier stützen das Ufer ab. Okay. Ja, jetzt geht es auf der anderen Seite von der Hörsel weiter. Richtung Assmannhalle und Sportstadion. Da hinten ist eine Halfpipe, leider Gottes. Ja, ist eigentlich nur offen für BMX. Und ja, so viel Mountainbiker und Dirtfahrer. Hier hinten eigentlich eher wenig. Ja. Aber kann ja noch werden. Ich meine, noch ist nicht alle Tage Abend. Ja.
Autos müssen jetzt hier rechts ab. Gucken. Ja. Oh, da ist schon ein bisschen Wasser drin. Ja. Bisschen was überschwemmt. Ich darf aber geradeaus. Fahre wieder frei. Rentner im Weg. Ja, sehr schön. Vielen Dank. So, mal ausweichen. Der ist ortsfremd. Und drehe ich entgegen. So, hier hat man eigentlich die Möglichkeit, einen kleinen Wallride zu machen. Oh, Engine. Na, das ist ja was für die Kinder. Super cool. Engine-Fetzen. Ja, leider steht er da direkt mit seinem Fahrrad. Wallride ist also nicht wirklich möglich. Wir machen einen kleinen. Danke. So. Oh, Aspernhalle. Wofür ist Eisenach sportlich bekannt? Handball. Wir haben hier einen THSV. Naja, fällt ja leider zurzeit auch alles aus. Corona-bedingt. Zumindest zuschauertechnisch. Ach, wobei, ich Handball jetzt nur zur EM oder WM schaue. Hinten das Stadion. Ja, können wir ja mal schnell hinfahren. Denn hier hinten habe ich bei so einigen Schulsportfesten, aber auch mehr oder weniger Profiveranstaltungen in Leichtathletik in meiner Jugend ein paar Medaillen geholt. Weitsprung, hier sieht man es gerade im Vordergrund, war ganz gut. 60 Meter war auch ganz gut. Das konnte ich noch. Ausdauer konnte ich nie. Das war total scheiße. Ich hasse Laufen. Ich hasse lange Laufen. Das ist echt Kacke. Geht auf die Knochen. Ja. Also 400 Meter, 600 Meter, 800 Meter, das war alles eklig. Aber so Dreisprung, Weitsprung, 60 Meter, Kugelstoßen, das habe ich gerne gemacht. Ja. Naja. Lang ist her. Ich weiß gar nicht, ob die Schulkinder das heutzutage auch noch machen. Also zu Ostzeiten gab es das ja. Das war halt auch ein Wettkampf zwischen den Schulen. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Vor allem hattest du an dem Tag halt keine Schule. So, hier Aquaplex, Hallenbad. Ja, geheizt von unseren Energiewerken hier. Eintrittspreis ist auch super. Und gleich dahinter, jetzt hier in der Hecke, sieht man nicht das Freibad. Ah, hier ein Stückchen. Ist auch sehr schön. Ja, es geht schon. Also Eisenach ist schon nicht schlecht. Und hier immer schön an der Hirse lang. Ist auch super. So.
würde sagen, wir kreuzen hier jetzt mal. Wenn ich jetzt mein Fulli dabei hätte, würde ich jetzt hier schön runtertroppen. Aber so. Nehmen wir mal den normalen Weg. Aber hier runter. Das können wir schon mal machen. So. Gut, geht's weiter. Jetzt sind wir schon in Eisenach West. Und gleich biegen wir links ab Richtung, ja, Frankfurter Straße und dann zurück Richtung Innenstadt. Bis dahin. Jo, so, jetzt hat meine GoPro Geist aufgegeben, also beziehungsweise der Akku ist einfach alle. Der Schultergurt, also hier Brustgurt, ist aber super. Und ich bin jetzt hier gerade auf dem alten Friedhof, ist auch nicht mehr weit entfernt von daheim. Mache mich jetzt nach Hause wieder, langsam wird es kühl. War es das eigentlich für heute. Kleine Runde gemacht, war ganz schön. Ich weiß gar nicht, werden es um die 20 Kilometer gewesen sein jetzt. Ja, wieder mal auf den 29er, das war echt, echt schön. Weil das rollt einfach ziemlich gut. Und also ich habe so das Gefühl, dass der Akku bei dem Bike natürlich durch den Rollwiderstand und durch die großen Reifen, also mindestens ein Drittel länger hält. Ja, ich bin jetzt immer noch bei einer Range im Eco Plus Modus von 138 Kilometer. Und bin bei 152 los. Das heißt also, er hat 14 Kilometer jetzt abgezogen. Ist weniger als ich gefahren bin. Ist eh nicht schlecht. Bin ich mal schon mal begeistert. Gut, alles klar. Sehen wir uns im nächsten Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao. Eins kann ich nur sagen, morgen kommt dann, beziehungsweise übermorgen, kommen dann meine neuen Crank Throttle Pedale für das Bike oder für das Fully. Muss ich mal gucken. Da berichte ich euch mal, wie ich die so finde. Gut, bis dahin.